Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es super leckere Cookies mit weißer Schokolade und gehackten Haselnüssen. Das Wichtige dabei ist, dass ihr die nach 10 Minuten rausholen müsst. Auch wenn ihr meint, die sind noch ein bisschen weich, aber die trocknen noch nach, wenn die abkühlen. Und zu trocken sollten sie auf keinen Fall sein, denn ich finde, Cookies sollten immer noch so ein bisschen weich in der Mitte sein. So schmecken sie einfach am besten. Zuerst bröckle ich die Schokolade, dann kann man sie leichter klein hacken. Dazu nehme ich einfach ein ganz großes Küchenmesser. Und in eine große Schüssel gebe ich dann das ganze Mehl. Dann noch etwas Butter. Die sollte Zimmertemperatur haben, schön weich. Dann den ganzen Zucker. Vanillezucker darf da auch nicht fehlen. Öl, Milch. Gefolgt von etwas Salz und Backpulver. Dann gebe ich schon mal die weiße Schokolade hinzu. Und anschließend nehme ich einen Schneebesen und verrühre das schon mal ganz grob. Jetzt kommen noch die Haselnüsse. Dann wird der Teig komplett vermischt. Den Backofen schon mal auf 170 Grad vorheizen. Und anschließend nehme ich dann immer einen Teelöffel oder einen Esslöffel und gebe dem auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech. Anschließend noch für ca. 10 Minuten ausbacken und fertig sind die Cookies. Diese Cookies sind auf jeden Fall genau richtig, nicht zu süß, auch nicht zu herzhaft. Auch die Kombination mit weißer Schokolade und Haselnüssen gefällt mir super, super lecker. Solltet ihr auf jeden Fall nachmachen, die Zutaten sind alle in der Infobox unten nochmal aufgelistet. Schmeckt einfach super, super lecker. Euch wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit die kommenden Rezepte nicht verpasst werden. Und dann sage ich schon mal bis morgen. Tschüss.